Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich zeige euch jetzt nochmal fix, bevor ich es verpacke, dieses kleine süße Junk Journal Notizbuch, was ich für meine Cousine und ihre Familie gemacht habe. Es wird eine sechsteilige Videoserie geben, in dem ich in Echtzeit dieses Journal bastel. Das heißt, ihr könnt jeden Handgriff außer das Material suchen. Könnt ihr hier mitverfolgen und seht auch meine Gedankengänge, wie ich was machen möchte und wann ich mich wie umentscheide. Da das allerdings eine, ja, wie gesagt, sechsteilige Serie ist mit einigen Stunden Filmmaterial, tatsächlich einigen Stunden, habe ich mich dazu entschieden, hier nochmal ein kleines Flipsool zu machen, dass ihr, sag mal, die Zusammenfassung bekommt in ein paar Minuten, anstatt jetzt wirklich diese Stunden da durchzuhecheln. Wenn ihr Lust auf die Stunden habt, herzlich gerne. Dafür habe ich sie gedreht. Wenn nicht, dann seid ihr eingeladen in dieses kleine Flipsbuch. So, also erstmal, ich habe mir ein Altered Book geschnappt, also ein altes, wirklich altes Buch und habe das entsprechend umgearbeitet. Dieses Buch hatte auch schon Wasserschaden, hatte so ein stoffbezogenes Cover und sah auch schon ordentlich schäbig aus. Hier habe ich dann, ja, sag ich mal, erstmal den Streifen aufgebracht mit der Herzchenpapier und dann drumherum Seidenpapier geknüllt und entsprechend angeordnet. Also angeordnet hast wirklich geschoben und geknüttelt. Habe dann hier so ein paar Deko-Elemente in diesem Vintage-Ton gemacht. Das ist so ein bronzeartiges Gedöns, ne? Unendlichkeitszeichen. Das hier ist zum Reinschieben und Rausnehmen. Also man kann das mit ein bisschen Fummeln, kriegt man es raus und kann natürlich auch dieses Label anders befüllen, mit einem anderen Text, wie auch immer. So, hier an der Stelle habe ich mich für eine offene Bindung entschieden, habe ein kleines Öse für ein Lesezeichen gesetzt. Offene Bindung heißt für mich einfach, man sieht die Bindung an der Stelle. Also natürlich kann man die auch verdeckt machen, aber ich finde, das passt ja sehr gut. So, auch hinten zieht sich dieser Streifen durch. Wir haben ein kleines Filigree hier reingepackt. Das findet ihr unter anderem bei Funkekram. Das heißt unter anderem, also ich habe es auf jeden Fall da gekauft. Ob es woanders das gibt, I don't know. Genau, und das Ganze habe ich hier einerseits mit dem Seidenpapier, dann mit Gilding Wax bearbeitet und natürlich noch eine Schicht Mod Podge drauf. Mal gucken, ob das hier scharf stellt. Ich glaube schon. Genau, Mod Podge ist drauf, also der Funkekram-Kleber als Klebegrundlage und auch als erste Versiegelung und danach einmal noch eine Runde von dem Mod Podge Hardcoat. Das habe ich dafür benutzt. So, genau, die Ecken drauf. Die Ecken habe ich auch ein bisschen noch mit Kleber verbastelt, dass die nicht doch irgendwie versehentlich mal abfallen. Dann machen wir mal den Blick ins Buch. Also im Buchcover finden sich drei kleine Taschen. Die sind für Text oder für kleine Fotos oder kleine Notizen super. Ich wollte das Buch nicht überfrachten, weil es wirklich ein Notizbuch mit ein bisschen Tüdel sein soll und nicht wirklich ein richtiges Junk Journal, wo man überall irgendwas entdecken und ausklappen kann. Das kommt bestimmt auch demnächst mal wieder. So, dieses Buch hat, wie ihr seht, zwei Signaturen, jeweils 10 Inhaltsseiten und eine Coverseite. Wir haben hier zwei kleine Lesezeichen, die zupfe ich euch mal raus. So. Einen kleinen Anker und einen kleinen Engelsflügel. Die habe ich jetzt erstmal so locker in die Signaturen fallen lassen. Eigentlich passen sie andersrum besser vom Knoten her. Schwupps. Genau, so hätte man jeweils ein Lesezeichen an der Stelle. So, jede Signatur hat hier so eine Coverseite. Die Coverseite hat innen nochmal so ein kleines Täschchen. Und dann fangen eigentlich diese Blankoseiten an. Also was man natürlich immer machen kann, ist die Blankoseiten noch mal ein bisschen Stempel bearbeiten oder ähnliches. Ich habe mir auch hier in der Mitte keinen großen Tüdel noch ausgedacht, weil einfach dieser robuste Jutefaden recht dick und stabil ist. Wenn man da was dran knotet, das trägt doch sehr auf. Hinten in der ersten Signatur haben wir wieder so eine Tasche. Und da kann man immer wunderbar was reinstecken. Hier ist nämlich eine kleine Beispielkarte. Kann man hier das wunderbar reinstecken und nochmal etwas verstauen. Wieder ein schöner Spruch auf der Rückseite. Und der Beginn der nächsten Signatur
Ist wieder mit einem kleinen schönen Spruch. Genau, die zweite Signatur hat auch wiederum eine Tasche. Hier findet sich das Muster der Sternchen vom Innencover wieder. Und ja, hier kommen wieder ganz viele Seiten. Und hier wieder so eine kleine schräge Tasche. So, es endet wieder mit einem schönen Spruch. Und auf der letzten Seite findet man ein Bellyband. Hier kann rein Brief, Postkarte. Hast du nicht gesehen, hier passt total viel rein. Insgesamt kann man sagen, dass dieses Buch ein bisschen größer als DIN A6 ist. Hier hätten wir zum Beispiel eine Postkarte, die man hier wunderbar reinstecken kann. Also man kann ein bisschen was mit dem Buch anstellen, aber vornehmlich ist es tatsächlich zum Schreiben da. Es hat auch keine großartigen Schließen oder keine Tüdelü drumherum. Es ist wirklich einfach ein schönes, feines Notizbuch, was wirklich wertig und gut in der Hand liegt. Es fühlt sich wirklich nach einem echten, wertigen Buch an. Es ist kein Leichtgewicht, es ist wirklich, ja, ein feines Ding. Und schön versiegelt, also man kann es wirklich antatschen, anpacken, knuddeln. Man kann es auch ein bisschen zusammendrücken, das tut dem Buch überhaupt nichts. Und so wollte ich es haben, ich wollte es robust haben, ich wollte es schön haben und ich wollte mal so ein blaues, lebensfrohes Buch machen. Und da ich ja weiß, wer es bekommt, finde ich, passt das wie A auf E. So viel erstmal mein Statement zu diesem Buch. Ja, ich hoffe, dieses kleine Flip-Through hat euch gefallen. Davon gibt es noch mehr auf meinem Kanal und es werden auch immer mehr. Schaut euch gerne, wenn ihr mögt, die 6 Folgen an. Ich gucke, dass ich jedes Mal eine passende Überschrift für die 6 großen Folgen finde, dass ihr einfach auch wisst, in welchem Teil mache ich was. Und ansonsten freue ich mich sehr über eure Kommentare, über Likes und noch mehr freue ich mich natürlich über neue Abonnenten. Mein Kanal ist noch sehr klein und der möchte gerne ein bisschen wachsen und ich möchte auch gerne Austausch mit euch haben. Also, ihr seid eingeladen, euch mit mir zu vernetzen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen feinen, zauberhaften Basteltag und viel Spaß dabei, viel Kreativität. Bis demnächst in diesem Kino.